Lucy. Sagt jemand Lucy? Ja. Was? Wenn du darauf Lust hast, ich würde mich als Freiwilliger melden. Hast du noch wirklich Schmerzen? Ja. Aber duschst du davor bitte? Hä? Ja, ja, 100%. Soll ich dir die Creme drauf machen, wo du Schmerzen hast? Ja, wäre top. Also ich finde, dass da auf jeden Fall schon eine Anziehung ist, was Mike betrifft. Ich würde jetzt auch nicht jeden massieren. Hast du Bock? Ja. Okay, soll ich mich hier hinlegen, ne? Ja. Ist ein Hottie. Kann man ein bisschen rumkneten. Ach krass, du kannst halt aber, ne? Weiß ich nicht. Ja, schon. Mach einfach irgendwas. Also, wenn das angenehmer ist, kannst du dich natürlich auch auf mich draufsetzen. Ja, schon. Aber dann gibt's, glaube ich, echt Ärger, oder ist egal. Ja, aber, hä? Okay. Das ist Dschungel-Spa-Bereich. Auf jeden Fall schon Power in deine Hände, ne? Echt? Ja. Ja, dann ist doch gut. Ja. Die Finger sind weich und geschmeidig. Über meinem Rücken geglitten. Deine Bewegungen sind auf jeden Fall flüssig. Ich habe so richtig schöne Metzger-Griffelchen. So kleine, dicke Wurstfinger. Und mit denen kann ich ordentlich zupacken. Das ist schon krass, wie du das machst. Ich könnte mich auf jeden Fall daran gewöhnen. Ja, du kannst das safe. Du hast das schon mal geübt. Nein. Ja, ja. Nein, Kim, es ist nicht so, wie es aussieht. Beruhig dich jetzt mal. Ich mach dann so, okay? Nicht, dass es hier wieder Stress gibt. Feuer, weißt du? Feier. Das ist schon krass, wie du das machst. Ja, ja. Krass. Warum mache ich das bei dir? Okay. Eieiei. Das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Honey. Das ist doch. Ja, aber sowas macht man nicht. Gerade nachdem wir das Thema hatten. Ja, das aber ist einfach respektlos. Schatz. Ich sag dazu nichts mehr, aber es ist respektlos. Wenn es ein Thema gibt, worüber ich wirklich gar nicht mehr reden möchte. Ja, dann ist es unsere Trilogie. Aber muss jeder selber wissen, wie er hier rüberkommen möchte. Ich meine, streng genommen ist es auch nur eine Massage. Auch ich habe da gar nicht hingeguckt, ob es da jetzt böse Blicke gab oder irgendwas, weil ich kann einfach mal eine Massage genießen und gut ist. Okay. Danke. Gerne. Ah. Es war auf jeden Fall der Höhepunkt des Tages. Schön entspannt eine Massage von Leila. 1A. Danke. Bitte. Also der lächelt ein bisschen mehr als davor. Ich glaube, er ist entspannt, ja. Meine allerbeste Freundin Kim Virginia fand es natürlich wieder nicht so lustig. Die hat jetzt wieder schlechte Laune. Dann muss sie selber wissen, wenn sie was machen möchte. Alter! Eieieiei!